Mein Name ist Jonas. Ich studiere Mechatronik an der TU Ilmenau und bin gerade dabei, meinen Master zu machen. Gereizt hat mich hier Mechatronik zu studieren, vor allem diese Dreifaltigkeit, Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik. Hinzu kommt, dass die TU Ilmenau noch Biomechatronik als Spezialisierung anbietet und deshalb habe ich mich auch für die TU Ilmenau entschieden. Ja, neben Biomechatronik gibt es hier auch noch andere Vertiefungsrichtungen, die man studieren kann. Die Grundlagen, die man mitbringen sollte, um Mechatronik zu studieren, ist auf jeden Fall keine Abneigung gegenüber Mathematik, weil alles auf Mathe aufbaut, was wir hier lernen. Und vielleicht einfach ein kleines Spielkind zu sein, weil letztendlich sind die Ingenieure große Spielkinder, die gerne basteln und experimentieren. Wenn ich meinen Studiengang als Bild beschreiben würde, würde ich das Bild der Ente wählen. Die Ente ist ja ein Vogel, der sowohl fliegen, laufen als auch schwimmen kann. Und das trifft genauso auf die Mechatronik zu oder den Mechatroniker, der ein breites Feld abdeckt. Der Bachelor war sehr theoriebezogen und das Schöne am Master ist es, dass man jetzt sehr praxisorientiert arbeiten kann. Als Studierender in Ilmenau sollte man auf jeden Fall einmal im Studium auf den Kittelhahn gelaufen sein. Eine Anekdote hier über das Studium in Ilmenau ist, wenn ich meinen Freunden und Bekannten erzähle, ich studiere in Ilmenau, kommt oft die Antwort, Ilmenau, wo ist das? Wenn ich mich mit Leuten im ingenieurwissenschaftlichen Kreis unterhalte, kommt oft die Antwort, ah, Ilmenau, das kenne ich, die haben eine gute Uni. Am meisten freue ich mich in meinem Studium auf das Projektseminar, weil eben da all mein Wissen, was ich während des Studiums gesammelt habe, in ein konkretes praktisches Projekt einfließt. Mechatronik in drei Worten ist für mich vielseitig, verspielt und innovativ.